Angelique Kerber zurück auf deutschem Boden. Am Münchner Flughafen endete am Dienstagmorgen die erfolgreichste Dienstreise im Leben der neuen deutschen Tenniskönigin. Im Gepäck hatte die frisch gebackene Weltranglistenerste ihre Olympiasilbermedaille und den US Open-Titel. Nach 8 Wochen auf Tour und einem 8-Stunden-Flug über den großen Teich absolvierte Deutschlands beste Tennisspielerin nach der Landung ihren vorerst letzten öffentlichen Auftritt, bevor sie sich in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Also ich muss sagen, es ist immer noch Gänsehaut und immer noch so, dass ich ein paar Tage, glaube ich, noch brauche, um das alles zu realisieren, weil was in den letzten Tagen, Stunden und Wochen jetzt auch auf dieser Reise speziell passiert ist, das ist einfach der Wahnsinn. Und solche Momente, so viele Emotionen auf einmal, das ist, was man eigentlich auch gar nicht so richtig in Worte beschreiben kann. Ich freue mich jetzt auch, wieder in Deutschland zu sein. Also das muss ich echt sagen. Ich habe mich so gefreut, endlich im Flieger zu sitzen und endlich wieder nach Hause zu kommen, weil diese Reise war so lang. Zwar einer der erfolgreichsten Reisen meiner Karriere. Und jetzt hier zu sein, es ist ein sehr schönes Gefühl. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich ein paar Tage auch endlich entspannen kann und alles nochmal Revue passieren werde, was passiert ist. Ich habe alles dafür getan, auch in den letzten Jahren. Und dass das jetzt dieses Jahr passiert ist, alles so hintereinander und dann noch mit der Nummer 1, das war der letzte Schritt für mich, den ich jetzt auch gegangen bin.